Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Elon Motors TV am Samstagmorgen, dem Heiligen Dreikönigstag. Das Jahr 2024 hat soeben begonnen und wir sind schon wieder in den Startlöchern, um zu schauen, wie die Elektromobilität sich weiterentwickelt in diesem Jahr. Im letzten Jahr hat sie sich in vielen Ländern so gut wie verdoppelt. In Deutschland ist das noch ein bisschen träger, denn wir sind natürlich noch etwas gehemmt, denn unsere Faszination für die eigenen Errungenschaften, die bremst uns so ein bisschen aus im freien Denken. Wenn euch technische Analysen für die Elektromobilität interessieren und auch das Produkt, was am Ende rauskommt und das auch im Vergleich zu dem, was es auf dem Markt zu kaufen gibt, dann seid ihr hier auf dem Kanal richtig und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlasst und die Glocke anmacht, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich erkläre euch die Technik, wo Elon Musk und Tesla hergekommen sind, denn sie sind die Pioniere hier, um diese neue Technologie einzuführen. Denn im Jahr 2010, da war so der Anfang der Elektromobilität. Es gab zwar schon so ein paar kleine Autos wie Renault Zoe, aber das Ganze hätte nie Erfolg gehabt, um sich so durchzusetzen, wie es momentan eingeläutet wird. Die neue Ära hat begonnen. Wir haben schon fast 20% hier in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Und in anderen Märkten, ganz voran die Volksrepublik China, da ist die Elektromobilität überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Da sind es schon knappe 40% und die Raten verdoppeln sich. Das heißt, ich erwarte, so wie viele Prognosen, dass die Elektromobilität sich bis Ende dieser Dekade in Richtung 80% an Neuwagen entwickelt. Also, wer sich dafür interessiert, der ist hier genau richtig. Wir schauen uns die spannendsten Autos an und technisch bin ich natürlich ganz begeistert für das beste Produkt. Und technisch gesehen gibt es da momentan nur ein Produkt, was ganz oben zu Recht auf der Liste ist, das Tesla Model Y und gefolgt davon ein paar andere kleine SUVs, aber ganz dahinter dieses Model 3, denn hier kann man die Technik sehen, vor allem zu einem erschwinglichen Preis. Nach dem Intro geht's los und wir unterhalten uns heute über den Ursprung der Firma, über das Model Y, warum es technisch so gut ist und was die anderen alle nachziehen müssen, um da vergleichbar zu werden. Design und Preis und Vorlieben für eine Marke sind natürlich immer verständlich, aber natürlich, die meisten von uns sind natürlich etwas gehemmt, wenn es darum geht, Geldbeträge jenseits der 40.000, 50.000 Euro auszugeben. Und das ist das Problem bei der Elektromobilität, dass natürlich wenige Autos es schaffen, paritär zu den entsprechenden Verbrennermodellen zu sein. Diese Marke hat es geschafft, aber ich würde mich freuen, wenn viele dazukommen. Viel Spaß bei diesem Film. It's gonna be pretty cool. Enjoy the flight with us. Dies finde ich die faszinierendste Rede von Elon Musk und hat mich dazu gebracht, Elon Motors TV zu gründen und seine Mission zu unterstützen. Viel Spaß. Why does Tesla exist? Why are we making electric cars? Why does it matter? It's because it's very important to accelerate the transition to sustainable transport. It really, really, really is. This is really important for the future of the world. We have record high CO2 levels. We recently passed over 403 parts per million of CO2 in the atmosphere. You can see the chart, and it looks like a vertical line, and it's still climbing. And the last time there was this level of carbon concentration was 11 million years ago. Okay, that was approximately when primates started walking upright. The world was very different. We do not want to return to that situation. And what that CO2 increase results in is a steadily increasing temperature. So we've already increased by 2 degrees. In fact, that doesn't tell the whole story because the extremes of temperature increased by as much as 20 degrees. And that line is going to keep going for some time into the future. It's really important. It makes a difference if we accelerate the transition to sustainable transport. And beyond global warming, there's just the fact that combustion cars emit toxic gases. And according to an MIT study, there are 53,000 deaths per year in the US alone from auto emissions. So it stands to reason that if a vehicle is spewing toxic gas, that's obviously bad for your health. So to address this, what we came up with the Tesla was what we call the secret master plan. Tesla hat es geschafft,
die elektrische Revolution auch in Deutschland spürbar wachsen zu lassen. Vorher hätte keine große Firma von uns daran Interesse gehabt, Elektroautos zu bauen, denn man kennt die alten Prozesse, man ist da Marktführer gewesen, man hat die Verbrennungsmotoren am effizientesten, am besten gebaut und da kommt diese kleine, mittlerweile riesige Firma aus Amerika und bringt auch uns dazu, Elektroautos zu bauen. BMW, Mercedes, Audi und anführend damals, vor wenigen Jahren, VW, sind mittlerweile dabei zu erkennen, dass die Produktpalette Elektromobilität, Elektroautos wachsen muss, um überleben zu können. Denn weltweit gesehen sind die Elektroautos in den entwickelten Ländern am Kommen. In China sind die Elektroautos nicht mehr zu stoppen. Und wer nicht technisch Hardware, Software das beste Erlebnis liefert, so wie das wir von Smartphones und iPads und Computern gewohnt sind, der kann dort nicht bestehen. Dieses Schicksal erfährt VW von Quartal zu Quartal in nicht erfüllten Prognosen, in nicht erfüllten Zielen. Und das liegt daran, dass die Wandlung eines Verbrennungsautos mit Navigationssystem Apple CarPlay heute nicht mehr reicht, um in diesen Märkten überleben zu können. Hier auf dem Kanal werde ich euch erklären, wie sich Tesla entwickelt, mit welchen spannenden Technologien sie immer wieder den nächsten Schritt gehen. Das ist kürzlich passiert durch den Cybertruck, in dem Steer-by-Wire, also eine elektronische Lenkung, eingeführt wurde, das Bordnetzsystem von 12 Volt, das die letzten Dekaden präsent war in den Autos, wurde jetzt erstmalig auf 48 Volt hochgepusht, weil es effizienter ist, weil es leichter ist, weil durch eine Anhebung der Spannung die Widerstände sich reduzieren und damit kann man leichter bauen. Das heißt, das ganze System wird komplexer und man kann natürlich auch mit einem 48 Volt System andere Motoren und andere Steuerungen verwirklichen, wie dieses Steer-by-Wire. Und Software ist die Grundlage für diese Technologie und das ist das, wo wir Nachholbedarf haben hier in Deutschland. Und die Marken, die da jetzt voll investieren und versuchen aufzuholen, die werden den Schlüssel bekommen, um überleben zu können langfristig. Denn die Märkte entwickeln sich in Richtung Elektromobilität. Auch in Indien plant Tesla mittlerweile die nächste Fabrik. Das heißt, auch in, sag ich mal, Ländern, die noch nicht ganz so viele Ressourcen und Gelder haben, die Leute, wird es Elektroautos geben. Und das neue Tesla-Modell, was es dann gibt für ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro, wird natürlich da einschlagen. Und Marktanteile ist das eine, aber Überlebensfähigkeit, indem man Gewinne produziert mit seinen Autos, das ist natürlich die Grundlage für jede Firma. Und das wird bei den Verbrennungsmotoren immer schwerer werden. Und bei den Elektromotoren wird es das Ziel sein, dort effizient und kostengewinnbringend zu produzieren. Tesla hat das geschafft. Sie produzieren mit jedem Auto Gewinne und da sind wir dabei nachzuholen. Das Model Y ist das erfolgreichste Auto im letzten Jahr gewesen, also praktisch der etwas größere Bruder von diesem Model 3. Hier hat man mittlerweile derartige Verkaufszahlen erreicht, weil man die Kunden überzeugen konnte, indem man das sicherste Auto gebaut hat, gemäß Test, indem man das günstige Auto gebaut hat für die Leistung, Riesenladeraum, Reichweiten, die völlig akzeptabel sind. Und das ist sicherlich eines der Themen, was viele Verbrennerfahrer befürchten, dass das nicht funktioniert mit den Reichweiten, dass das zu lange dauert zu laden. All diese Fragen werden wir hier auf dem Kanal klären und euch da die Angst nehmen. Hier im Hintergrund ist ein Supercharger-Ladepark, in dem aus den Niederlanden, aus Europa viele Elektrofahrer herkommen, 20, 30 Minuten laden und dann weiterfahren und das Ganze so kostengünstig, dass sich sogar diese Langstreckenreise lohnt und auch Spaß macht. All diese Faszinationen gibt es hier auf dem Kanal und wir werden natürlich im Detail die Autos beleuchten und da ich natürlich hauptberuflich Pilot bin und nicht die Zeit habe für euch, jedes Auto zu testen, werden wir uns viele andere Kollegen die Beiträge anschauen und ich werde dann dazu meine Analyse geben und euch sagen, was ist da das Gute, was ist das Schlechte, was kann ich euch da mitgeben. Aus meiner Erfahrung, 30 Jahre Fliegerei, ist natürlich das System Autopilot sehr spannend, auch Cockpitgestaltung in diesem Auto. Viele dieser Themen, die Tesla ganz anders macht als die anderen und da glaube ich, wird es spannend, da dabei zu sein. Das heißt, das Abonnement lohnt sich sicherlich. Aber auch die Schwächen, die Tesla hat, versuche ich euch auch zu erklären.
erklären, warum Sachen wie Schildererkennung, Ultraschallsensoren, Park Distance Control, diese ganzen Sachen noch nicht so gut sind. Oder zum Beispiel die Sensorerkennung bei den Scheibenwischern. Warum Tesla einen gewissen Weg geht, der nicht konventionell ist und warum es da in dieser Hinsicht vielleicht Sachen gibt, die wir bisher gewohnt waren, die schon viel besser gehen. Auch dafür gibt es Erklärungen. Wenn Sachen nicht gut sind, dann verstehe ich das auch und versuche ich das auch zu erklären. Aber das gesamte Picture, also sprich die Gesamtanalyse dieses Produkts, hat doch, glaube ich, bei den meisten Leuten schon derartig eingeschlagen, dass die meisten sich natürlich für so ein Produkt kaufen, entscheiden. Und natürlich spielt auch der Preis eine Rolle dabei. Das Model Y kommt mittlerweile seit Jahren aus China, aus Shanghai, mittlerweile auch aus Grünheide. Ich war ja einer der Ersten, der dabei war mit Elon Musk. Das war im März 2022, als ich das Nummer 23. produzierte, also nicht das produzierte, aber das verkaufte Modell empfangen durfte. Und das Model 3 erfährt dieses Jahr ein Update, ein Facelift und wird dann ähnlich stilistisch dastehen wie dieses Auto. Das wird also ganz spannend, da für die meisten von euch die Analysen zu betreiben. Was kommt da, auf was könnt ihr euch freuen, was erwarten wir, wann kommt es aus Grünheide, wann kommt es aus Shanghai? Und ich bin für euch täglich dabei zu analysieren, wie Tesla sich als Firma entwickelt und diese ganzen Nachrichten, die in Amerika auch an den Börsen und in den großen Analystenhäusern analysiert werden. Da geht es auch darum, was ist das neue Produkt, welche Technik hat sich entwickelt und wie wird das am Markt ankommen. Also es ist weit mehr als nur eine Autoanalyse wie in einer Autozeitung. Oder eine technische Analyse, ja, kann man das jetzt gut bedienen, ist das toll oder wo fehlen die Knöpfe? All diese Themen, die werden wir hier diskutieren. Von daher wird es spannend auf dem Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und vielen Dank dafür und wir schauen uns jetzt die nächsten Tage weiter an. Im nächsten Video geht es dann darum, das Model Y weiter zu unterrichten, zu begutachten und zu sagen, was kommt denn da, welche Batterie kommt rein, ab wann kommt es aus Berlin. Das alles werden wir dann für euch machen. Ich hoffe, ihr seid dabei und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also vielen Dank und bis später.